Hallo Dilly, meine Janks, hier ist wieder euer DEFCON Delta. Heute mal in einem ganz anderen Spiel für euch, nämlich in War Thunder. Und ich fliege mit dem Crusade Neo und mit dem XX Scream zusammen. Ich grüße euch beiden. Grüße. Grüße. Und ich habe auch noch zusätzliches Personal Richtig? Ich habe weiteres Personal angeschafft. Und zwar habe ich als Extra-Kommentator und als War Thunder-Experten, der gar kein War Thunder spielt, den Makra mit dabei. Grüße dich. Grüezi. So, War Thunder, fangen wir gleich mal an. Gehen wir in die BF109. Der Juri, der spielt ja mit Deutsche und der Scream. Muss ich gerade mal gucken, was fliegst du eigentlich? Ami. Ami. Ah, Amerikaner. Amerikaner, ey, ich glaub's nicht. Vaterlandsverräter. Richtig. So, jetzt haben wir schon wieder die schöne rote Wolke vor uns, wunderbar. Da unten hat sich eine BF109 abgeklappt. Juri, gehst du rauf? Ich gehe auf die BF110 hier unten. Gut, Ich halte den 110? Rückenfall. Da ist eine BF110 direkt unten, Ach denke du ich. Scheiße, das ist eine 110. Was Auf macht der der 100? kommt ein F8F. Setz mich hinter dich. Jo, schön. Gut gemacht, Juri. Da kommt eine HS, die kommt nicht zu. Ich sehe sie. Oh nee, Oh! Flugzeugkollision. Aha. Oh, die hat mich hier schon heftig gestriffen. Habt ihr noch was hinter mir? Ob Sie es Die mir glauben oder stürzt, nicht, glaube ich, meine ab. verehrten Zuschauer, es ist nicht sehr schlau, mit den Flugzeugen ineinander zu fliegen. Ja. Aber die beiden Spezies, wie Verdammt. Sie nachher sehen werden, können das ziemlich gut. Du hast mich abgeschossen, Mark. Wie, ich hab dich abgeschossen? Ja, Ja, sag Satzfache, ich ja. Sie können das ziemlich gut. Defcon hinter dir, warte, ich setz, Bist du hinter setz mir? mich hinter dir. Ja, warte. Achtung, hinter dir ist ein, Ja, F8F. ich weich aus. Ich versuch die zu holen. Bleib tief. Ich drehe ein paar Schlangenkurven, also wow! Wo bist du? Bin auch sofort Ich muss erst mal gucken, wo du bist. Willst du mich verarschen? Du Ich sagst hätte hinter den, ich hätte Ja, hinter ja. den. Bin direkt am Ja, Anflug. mach das. So, ich setze mich auch hinter ihm. Blick tief. Na, ah, Pilot ausgeschaltet. Oh. Ich war tief. Alter, sauber. Hast ihn. Ja, schön. Dann nehmen wir Also jetzt mal. P400 direkt hinter uns. Ja, genau. Wir sind Genau, jetzt noch hinter viel mir. größer wieder. Ah, die ist nicht wendig. Schafft das nicht mit uns. Ja, mir wurde jetzt da der Flügel abgerissen. Ist Was? doch immer so. Oh, Scheiße, die ist genau hinter mir. So, wollen wir mal unseren Experten hier ein bisschen mit einbeziehen. BF109G, was kannst du mir dazu sagen? Außer, dass es fliegen kann. Schade, dann nimmst du mir leider schon das Defcon, bist Beste, was du ich in der davon Nähe? wusste, aus dem Board Neo? raus. Ja, ich bin dran, ich bin dran. Also Ja, ich zumindest brauche mal laut Unterstützung. den akustischen Geräuschen, die ihr bei diesem Ding sagt, scheint es anscheinend ein recht nerviges Flugzeug zu sein. Ne, wenn man's fliegt, ja. Ja, sage ich ja. Im Endeffekt frage ich mich, warum derjenige, der dieses Ding fliegt, sich das Ding überhaupt ausgesucht hat, aber mein Gott. Jeder muss ja irgendwo in seinem Leben irgendeine Hab ihn, Herausforderung hab geschafft ihn! haben. Nice, sauber gemacht. Und wenn's zur Und, Not. ne PBJ ist ein Bomber? Ja, es ist ein schwerer Ja, Jäger. ja. Makra? Ja, wenn man Hab ja ihn! sonst keine Oh. Herausforderungen schafft im Leben, kann man natürlich versuchen, Flugzeuge zu meistern. Spitfire direkt hinter uns. Ja, ich sehe sie, ich lade noch Ey, nach. das Hinter mir könnte wahrscheinlich. interessant werden. Ah, mein Flügel ist abgerissen, na Scheiße, ey. Diejenigen, die keine Herausforderungen im Spiel haben wollen, fliegen Spitfire. Die holt mich Ich jedes habe Mal ja runter, ey. gehört. Ach, wir haben sogar einen Also, Flugfeind, na, die hat ey. mich. Scheiße. Scheiße. Schlimmer kann es immer werden. Das Juh, ich muss hab man eine sich einfach Bruchlandung mal denken. hingelegt. Kommt noch eine Lol. P61 auf euch zu. Ich hab dich gerade Okay. gerecht, Mark. Jo, danke. Ich lieg hier. Achtung, Neo, hinter dir. Ja, ich weiß. Versuch ihn zu pingen. Ping mal auf mich zu. Das war ja das altbekannte Duell damals zum Zweiten Weltkrieg. BF109 gegen Ja, die Spitfire, ne? wieder mal Flügel Im abgerissen. Endeffekt, in dem Spiel Alter. gegebenenfalls, so wie das bei euch zumindest klingt, eigentlich ein recht unausgeglichener Kampf. Ja. Wenn du dir überlegst,
dass die Spitfire anscheinend nicht sehr schwierig ist zu fliegen, überlege ich mir dann doch irgendwo dahinter, warum zum Teufel hat man sich dann aber überlegt, dieses Flugzeug so mit reinzunehmen? Naja, dass sie die mit reingenommen haben, ist schon richtig. Es war ja mit im Krieg vertreten und hat ja auch die meisten Luftkämpfe mit bestritten. Ja, ich sag mal so, wenn du von dieser Theorie ausgehst, im Endeffekt, ah ja, hat ja und ist ja und sowieso. Nee. Na, was es, ich... ist nichts, es geht dabei mehr oder minder ums Balancing. Erstmal musst du das mal überlegen, eigentlich ist immer alles vom Piloten abhängig. Wenn der Pilot scheiße fliegt, dann kannst du auch noch das beste Flugzeug haben. Bringt dich einen Scheißdreck weiter. Ja gut, natürlich, da hast du recht. Nur mit der Spitfire ist es so, du musst einfach nicht fliegen können. Das Teil ist, das Teil ist mega wendig. Was ist mit euren Piloten ständig los? Hier müssen wir die Vitalität erhöhen. Jo, hab ihn. Boah, ich wurde auch schwer getroffen. Also ich hab einen hinter mir, könnte einer? Ja, ich versuche. Ah ne, der ist schon weg. Boah, ich hab kaum noch Kontrolle, ich versuche mal zu landen. Versuch zu landen, genau, Flugfeld ist links von dir. Ja, das Problem ist, ich bin so nah dran, ich bin auf 380 km/h. Das reicht, einfach nur bremsen. Ich bin schon dabei, ja, es wird eng. Oh scheiße, ich glaube, ich lande ein paar Meter davor, aber egal. Machen wir das Flugfeld mal ein bisschen länger. Da kommt eine FU direkt auf uns. Oh. Ich bin hinter einer LA-7. Ich bin hinter der FU hier. Oh, landen. Hast geschafft? Ja, ich stehe. Jetzt auch ausrollen. Jawohl. Saubere, weiche Landung sogar gemacht. Sauber. Das kann doch nicht sein. Ich habe ihn tausendmal getroffen und mir wird kein Treffer angezeigt. Das ist normal, das ist Standard. Das ist Standard mittlerweile. Ja, das Flugzeug kann doch nicht so eine Panzerung haben. Das ist ein Navy-Flugzeug. Makra, wegen der Spitfire, damit du hier mitdiskutieren kannst. Die Spitfire ist, die hat einen Drehwinkel bis zum geht nicht mehr. Du kannst mit einer BF-109 nicht dagegen antreten. Die setzt sich jetzt sofort wieder hinter dich. Jetzt. Oh, Abschusshilfe, ey. Okay, hast du es? Scream, hast du es? Bitte? Bist du fertig? Moment. Mit Flame. Ja. Gut. Und die hat eine Bewaffnung, die schießt die einfach instant. Wow, ich werde bombardiert. Die hat eine Bewaffnung, die reißt die einfach instant einen Flügel ab. Oder schießt dir sofort einen Piloten raus. Und du machst fünfmal einen normalen Treffen. Und es passiert einfach gar nichts. Das ist das, was ich ja gerade meinte im Endeffekt. Ach, die Jagd rein, wow. Das ist hoch sinnvoll verteilt. Ein da mir schon frei. So. Na, ich bin mal auf dem Weg zu euch. Ich frage mich, was unser Team schon wieder macht. Wir verlieren das hier. Oder A63 M Mod. 22 K.O. wurde gerade direkt gut abgerissen. Da fliegt noch eine FW. Eine fucking Wolf. Muss ich mit meinem Doppeldecker wieder rein, ja. Ne, ich glaube, das kommt nicht so weit. Bis dahin haben wir das Spiel, glaube ich, schon verloren. Ah, ich flieg gerade schon so ein bisschen. Hier wird kein Tempo verringert, hier wird auch drauf Gas gegeben. 600 km/h, Doppeldecker. Oh, beste Staffel. Ja gut, das war jetzt nicht gerade die Runde, aber finde ich, ja, hat trotzdem Spaß gemacht, finde ich. Na gut. Abschließende Worte für die Zuschauer, macht's bloß nicht so wie im Video. Wäre besser. Nein. Das ist das Let's Play Tutorial, wie fliege ich nicht bei War Thunder. Bitte eine ganz neue Game-Rubrik. Ja, definitiv. Let's Play Not. Ja, das überlege ich mir. Das müssen wir jetzt markenrechtlich schützen lassen. Das ist die beste Idee seit langem. Wann hatte ich denn das letzte Mal eine gute Idee? Du? Noch gar nicht. Ja, siehst du. In diesem letzten Jahrhundert seit Christus Geburt nicht einmal. Sehr, sehr nett, danke. Ich weiß. Immer wieder gerne. Kennst du, Juri?
Ja, so ist er, der Juri. Gut, danke fürs Einschalten, für die, die sich das Video angeguckt haben. Ich sage jetzt mal, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Habt ihr noch ein paar Worte? Nein. Nein. Tschüss. Achso, ja, auf Wiedersehen. Und kurze Ankündigung von Makra und mir, wird demnächst nochmal was kommen. Ja, was? Ja, richtig. Was sage ich, werde ich auch noch nicht sagen. Und ich habe das erste Willkommen im RL geplant. Dazu kommt aber noch mal ein Video mit einer Erklärung. Nee. Ja, du hast richtig gehört. Willkommen im RL ziehen wir durch. Wie ich bereits sagte, Gott Hilfe. Ja, was das genau ist, erkläre ich euch dann noch mal im nächsten Video. Ich sage jetzt erstmal, haut's da rein, bis zum nächsten Mal. Euer Defcon. Haut's rein.